Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder Ella, Nola und Leni. Heute spielen wir eine Story, eine Roblox-Story. Es gab lange keine mehr. Es wird wieder eine nächste Folge. Und Dankeschön für 299 Abonnenten. Wir machen so, dass ein Stalker verknallt in Leni ist und ihre beste Freundin führt. Mehr verraten wir nicht. Okay, wir müssen jetzt unsere ganzen Sachen reintragen. Du, das ist die Box für mein Zimmer. Yeah! Ey Leute, ich versuche mein Zimmer so gemütlich wie möglich zu machen. Ich auch. Okay, jetzt, wo werde ich das hinstellen? Vielleicht, weiß ja nicht so ganz, vielleicht hier. Ich hole erstmal noch die anderen Boxen, okay? Ich lasse die mal da. Gut. Sechs Stunden später. Gut. Was machen eigentlich die anderen? Leute, bin fertig. Das ist toll. Ich bin schon seit ungefähr 25 Minuten fertig. Wollen wir mal die Zimmer angucken? Ja, gerne. Fangen wir mal bei meins an, weil meins ganz unten ist, Leute. Wow, okay. Schön. Warte, ich mach mal das Licht an. Ich mach mal das Licht an, Leute. Oh, du hast eine Katze, wie ich. Ich hab auch einen Vogel. Ja, richtig süß. Die Katze will eigentlich nur den Vogel fressen, aber deswegen lasse ich den Vogel drin. Und da habe ich noch Fischaquarium. Hey Leute, ist das schön, dass wir einen Nachbarn haben. Ein Nachbarn? Naja, cool. Egal. Wir gehen gleich rüber zu ihm und sagen Hallo. Jetzt komm mal ins Mal. Wow. So viele Lichter. Ja, so finde ich schön. Ich habe sogar einen Sitzsack. Ich habe auch einen Sitzsack in meinem Zimmer. Okay, jetzt gucken wir mein Zimmer an. Also das hier ist mein Zimmer. Machen wir mal Licht aus. Guck, hier haben wir ein kleines Licht, wo meine Katze ist. Hier kann ich dann Videos aufnehmen. Ne? Hier ist meine kleine Schminke. Oh, die habe ich auch. Hier ist mein Sitzsack. Und ich habe hier noch ein Haarkamm. Da hat jemand geklingelt. Vielleicht ist es unser Nachbar. Und ich habe eine PS5. Ich guck mal. Oh, es ist bestimmt der Nachbar da. Hallo. Hallo, ich wollte euch nur ein paar was zu essen bringen, weil ich habe gehört, ihr seid meine neuen Nachbarn. Oh, das ist sehr lieb. Bitteschön. Danke. Ja, viel Spaß noch in eurem Haus. Danke. Wir sehen uns vielleicht öfters oder so. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Lass uns die Kekse essen. Woher willst du wissen, ob das Kekse sind? Ich habe schon reingeguckt. Ich habe so Hunger. Ich auch. Nimm du einen Keks und du. So lecker. Ja. Fertig. Unser Nachbar ist echt lieb. Ja. Lass mal zu ihm gehen und ihm auch was schenken. Zum Beispiel einen Kuchen oder so. Dann lass mal was kochen. Oh yeah. Oh yeah. Ich hab keine Eierschalen rein. Dieses Mädchen, dem ich diese Cookies gegeben habe, die ist schon echt cool, süß und so. Ich meine, ich könnte noch mal rübergehen, aber nur zum Gucken. Aber niemand ist in dem Zimmer. Wie schade. Inzwischen. Soll ich unserem Nachbar Blumen schenken oder lieber was zu essen? Du kannst beides machen. Ja, eigentlich beides. Aber ich würde lieber auf die Blumen gehen. Oh
Okay, warte, ich habe noch Reserveblumen, falls irgendwas passiert. Hier, Blumen. Leute, ich muss nur schnell kurz in mein Zimmer gehen. Kommt ihr mit? Weil ich will irgendwie nicht alleine. Ja, klar. Ich muss schnell meine Katze füttern. Okay. Okay. Ach. Seht ihr das auch? Jetzt rennt er weg. Vielleicht haben wir nur halluziniert, weil es ist ja abends. Ja. Lass uns ihm rübergeben. Das Wissen geben. Irgendwie habe ich Angst vor ihm. Kommt schon, Leute, lasst mich nicht hängen. Ja, okay, wir kommen. Ja, komm. Hast du geklingelt? Schon zweimal. Moment. Komm rein. Wir dachten, du wärst so nett, dass wir dir auch Essen gebracht haben. Dankeschön. Vielen Dank. Das lege ich gleich auf meinen Esstisch. Tschüss. Warte. Ja. Ich wollte fragen, wie heißt ihr denn alle so? Ich bin Enola. Ich bin Ella. Und ich bin Leni. Danke schön. Tschüss, noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, auch. Warte kurz, findet ihr das nicht seltsam, dass er nicht seinen Namen zu uns gesagt hat? Ist halt ja. Bestimmt, er hat nicht seinen Namen gesagt. Das ist schon richtig seltsam. Ja, vielleicht hat er es vergessen. Naja, okay, lass ein bisschen Film gucken. Ja. News. Da ist ein Stalker im Haus 24. Da ist ein Mädchen mit ihrer Familie hingezogen in das Haus 23. Sie wurden sehr oft durch ein Fenster beobachtet, dass sie dann umziehen mussten. Es könnte sein, dass der Stalker jetzt genau in dieser Minute das Haus 23 beobachtet. Er beobachtet nur das Haus 23. Sonst keine. Der Name dieses Stalkers ist Jeffrey. Bitte geben Sie auf euch Acht. Das war's mit den Breaking News. Oh mein Gott, Leute. Wir sind doch in dem. Und das ist unser Nachbar. Ja. Das ist unser Nachbar. Leute. Aber das ist bestimmt nur gelogen. Bestimmt nur so ein Horrorfilm oder so. Ganz genau, nur ein Horrorfilm. Wie soll das ein Horrorfilm sein, wenn das die Breaking News waren? Das ergibt gar keinen Sinn, Leni. Manchmal lügen die Breaking News. Aber manchmal auch nicht. Wetterbericht lügt manchmal. Aber Breaking News nie. Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass sich hier irgendwie einbricht. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, ich werde mein Zimmer wieder entdekorieren. Leute, die Tür ist offen. Ja. Was? Ja, dann mach sie wieder zu. Okay. Warum hast du die Tür offen gelassen? Ich habe sie nicht offen gelassen. Ja, vielleicht haben wir halt vergessen, sie zuzumachen. Ja, okay, ich gehe zu meinem Zimmer. Ich bin sehr müde, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Aber ich habe die Tür zugemacht. Naja, egal, ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe auch mal kurz schlafen. Und ich werde mein Zimmer dekorieren. Okay. Ich nehm's. Ja. Hallo. Hallo. Kannst du mir kurz helfen? Okay. In meinem Garten ist halt was sehr Schlimmes passiert. Genau hier. Sehen Sie das? Nee, ich sehe nix. Gut. Zwei Stunden später. Wo bin ich?
wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Was ist hier gruselig? Was ist das? Ich glaube, ich gehe nur tiefer rein. Inzwischen. Ella, denkst du nicht, dass Enola ein bisschen lange weg ist? Ja, aber sie hat mir ja erzählt, dass sie irgendwie runtergehen muss. Also sie hat mir das erzählt, dass sie runtergeht und ich habe gehört, dass es der Nachbar war. Sollen wir mal gucken, falls was ist? Ja, lass gucken. Leni, das Haus vom Nachbarn ist weg. Es wurde. Denkst du, wir sollten Enola ein bisschen suchen? Ja, komm, suchen wir sie lieber. Wir müssen alles suchen, was auffällig ist. Ein altes Haus, eine alte Schubkarre, alles, was alt sein könnte.